vergleiche Hyaluronsäure immer mit verschieden großen Molekülen. Die großen Moleküle ersetzen das Fett, die eher kleinen Moleküle können zum Beispiel die Oberfläche glätten. Und auch hier ist mir das Thema Sicherheit heute Abend ein Anliegen, dass manche Menschen glauben, man muss wieder 100 Euro sparen und das Ganze im Kosmetikinstitut machen. Ich betone an dieser Stelle ausdrücklich, die Zahl der Erblindungen, werte Damen und Herren, steigt täglich weltweit, weil Kosmetikerinnen, die nicht ausgebildet sind, die nicht 12 Jahre Ausbildung hinter sich gebracht haben und ständige Anatomiekurse besuchen, Hyaluronsäure spritzen und glauben, das macht man mal ebenso nebenbei für 100 Euro. Und die Patienten sind blind, weil Gefäße verstopft werden. Ich kann Sie nur davor warnen. So. Ich habe Ihnen eben schon gesagt, es gibt Volumenverlustprobleme, es gibt Falten, die dadurch entstehen, es gibt oberflächliche und tiefe Falten. Wir arbeiten gerne durch moderne Methoden, indem wir das Volumen mit Hyaluron ersetzen, Oberfläche mit Hyaluron glätten, die Tränenrinne, die immer tiefer wird, wenn wir älter werden, mit Hyaluron füllen und natürlich glätten mit Botulinumtoxin. Und wenn wir das gemacht haben, schön, schrittweise, zart, nicht zu viel auf einmal, können wir dann bei geeigneten Patienten die Hängebäckchen noch mit sogenannten Fäden, die Haken haben, liften. Also wir repositionieren das Gewebe und ziehen die Haut damit nach oben. Der Effekt hält auch ein gutes Jahr. Da sehen Sie eine Patientin, die am Kinn mit Fäden behandelt wird. Fäden sind nicht gleich Fäden. Es gibt glatte Fäden, es gibt Hakenfäden. Ich favorisiere die 6D-Hakenfäden, weil das die beste Zugkraft hat. Es gibt geschraubte Fäden, es gibt doppelte Fäden. Das alles muss man besprechen, je nach Indikation, und wird vorher von mir so betäubt, dass das nicht wehtut. Das ist ein Beispiel direkt nach einer Unterspritzung. Die Dame hatte leichte Hängebäckchen, leichte Marionettenfalten, ein bisschen nasolabial, ein bisschen Fettgewebeverlust, eine etwas vertiefte Tränenrinne, leichte Schlupflider und an der Seite war auch die Schläfenregion schon etwas eingefallen und das Bild rechts daneben ist unmittelbar nach dem 8-Punkt-Lift entstanden. Da kann keiner sagen, die Dame sieht entstellt, monsterähnlich oder sonst was aus, sondern sie sieht einfach frischer aus. So, liebe Gäste, ich hoffe, Sie können auf der Leinwand diese wunderschöne junge Dame gut erkennen. Perfektes Gesicht, perfekte Konturen. Das Einzige, wir haben auch vorhin darüber gesprochen, an was sie sich stört. Olga, zeig mal, krummel mal ein bisschen. Das ist hier die Zornesfalte. So eine klassische Indikation, hatten wir ja vorhin besprochen, für Botulinumtoxin, ein Protein, das auf enzymatischer Ebene im Prinzip die Weiterleitung des Stromes aus dem Nerv kommend an den Muskel hemmt. Ich kann das steuern, das heißt, ich kann es so spritzen, dass sie trotzdem noch eine restliche Mimik behält, was ich sehr wichtig finde, um auch Emotionen seinem Gegenüber noch demonstrieren zu können. Und das ist sehr, sehr wichtig und es muss auch zum gesamten Gesicht passen und sollte nicht überspritzt aussehen. Das Erste, was wir machen, Olga, krummel mal nach innen bitte, dass Sie das mal sehen. Die Zornesfalte wird durch das Zusammenspiel vieler Muskelgruppen hergestellt. Und diese Muskelbäuche sind individuell und verlaufen bei jedem Menschen unterschiedlich. Das heißt, ich muss immer wieder aufs Neue schauen, wie sieht der Muskelbauch aus. Und das markiere ich mir dann, damit ich später auch genau weiß, wo ich das Protein hinein injiziere. So. Dann hätte ich gerne das Botulinum, die 25 Einheiten. Jetzt bitte nicht erschrecken. Geht das? Und nochmal krummeln. Jawohl, ich mache immer nochmal die Gegenkontrolle. Wir haben ja eben gesagt, dass wir Frauen den Männern gegenüber den Nachteil haben, dass wir Zellulite bekommen, genetisch bedingt. In diesem Fall, wenn wir Männer behandeln, haben die Männer den Nachteil endlich mal uns Frauen gegenüber, da sie ja auch im Gesicht viel mehr Muskelmasse haben als wir Frauen, dass sie natürlich mindestens die doppelte Menge an Botulinum brauchen. Juhu! Das heißt, in dem Fall ist es für die Männer kostspieliger als für uns Damen.
Und jetzt darfst du die Augen mal öffnen und erzähl mal bitte unseren Gästen, wie sich das angefühlt hat. Ein kurzer Stich, aber war jetzt nichts Unangenehmes oder Schmerzhaftes. Das empfindet jeder unterschiedlich. Ich gestehe, mir tut das weh. Es gibt einfach Regionen im Gesicht, da tut mir das weh. Und es gibt viele, viele, viele Patienten, die plaudern, während ich spritze, die ganze Zeit munter mit mir, als würde ich gar nichts tun. So, jetzt sehen Sie ja bei der Olga, krummel bitte nochmal und jetzt entspanne nochmal. Ohne, dass die Olga bewegt, sieht man ja schon diese Längsfalten. Das heißt, ich würde jetzt hergehen und mit dem wunderbaren Allergan-Produkt, mit dem Volite, noch ein bisschen diese sogenannte Narbe, so kann ich sie ja nennen, diese Einziehung, würde ich schon mal mit Hyaluron ein bisschen erfrischen, weil der Vorteil des Produktes Volite liegt darin, werte Gäste, es wird innerhalb von 4 bis 6 Wochen der Körper dazu gezwungen, neues Bindegewebe zu bilden. Wir haben also einmal eine leichte, wirklich eine leichte Füllung, weil das ist ein sehr, sehr, sehr kleines Molekül, was nicht zum Volumen augmentieren geeignet ist, aber die Oberfläche schön glättet und im Nachgang nach 4 bis 6 Wochen durch die Kollagenneuproduktion einen wirklich sehr schönen Zusatzeffekt bringt. Gebt jetzt einen Pieks. Geht das? Ich unterminiere das mir jetzt so ein bisschen und spritze wirklich nur ganz wenig. Ganz vorsichtig, da sind wichtige Blutgefäße. Die wollen wir auf gar keinen Fall verstopfen. Also sie hat keine großen Blutergüsse bekommen, sie fühlt sich wohl, so schnell kann das gehen. In der Regel kommen die Patienten, wenn sie das erste Mal von uns mit Botulinum behandelt werden, wieder nach 4 Monaten für eine kleine Auffrischung und ab da kann man meist sagen, alle 6 Monate. Liebe Olga, vielen Dank.